Die Apostelgeschichte mit einer anschließenden Betrachtung, Verfasser unbekannt. Kapitel 4. Während sie aber zu dem Volke redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu, welche es verdroß, dass sie das Volk lehrten und in Jesu die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten die Hände an sie und setzten sie in Gewahrsam bis an den Morgen, denn es war schon Abend. Viele aber von denen, welche das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und es wurden die Zahl der Männer bei 5000. Es geschah aber des folgenden Tages, dass ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten sich in Jerusalem versammelten. Und Annas, der Hohepriester, und Kaiaphas, und Johannes, und Alexander, und so viele vom hohen priesterlichen Geschlecht waren. Und nachdem sie sie in die Mitte gestellt hatten, fragten sie: In welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies getan? Da sprach Petrus, erfüllt mit Heiligem Geiste, zu ihnen: Oberste des Volkes und Älteste von Israel, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört und gefragt werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volke Israel kund, dass in dem Namen Jesu Christi, des Nazaräers, welchen ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass durch ihn dieser gesund vor euch steht. Dieser ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, für nichts geachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name ist unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in welchem wir errettet werden müssen. Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und inne wurden, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich, und sie erkannten sie, dass sie mit Jesu gewesen waren. Und da sie den Menschen, der geheilt worden war, bei ihnen stehen sahen, hatten sie nichts dawider zu sagen. Nachdem sie ihnen aber befohlen hatten, aus dem Synedrium zu gehen, überlegten sie miteinander und sagten: Was sollen wir diesen Menschen tun? Denn dass wirklich ein kundbares Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen offenbar, die zu Jerusalem wohnen, und wir können es nicht leugnen. Aber auf dass es nicht weiter unter dem Volke ausgebreitet werde, lasst uns sie ernstlich bedrohen, dass sie nicht mehr in diesem Namen zu irgendeinem Menschen reden. Und als sie sie gerufen hatten, geboten sie, sich durchaus nicht in dem Namen Jesu zu äußern noch zu lehren. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilet ihr. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Sie aber bedrohten sie noch mehr und entließen sie, indem sie nicht fanden, auf welche Weise sie sie strafen sollten, um des Volkes willen. Denn alle verherrlichten Gott über das, was geschehen war. Denn der Mensch war mehr als 40 Jahre alt, an welchem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Ihrigen und verkündeten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, du bist, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist, der du durch den Mund deines Knechtes David gesagt hast. Warum tobten die Nationen und sannen Eitles die Völker? Die Könige der Erde standen da, und die Obersten versammelten sich wieder den Herrn und wieder seinen Christus. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit wieder deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels. Alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung.
und dass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geiste erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Die Menge derer aber, die gläubig geworden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen wäre, sondern es war ihnen alles gemein. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab, und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner dürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber einem jeden ausgeteilt, so wie einer irgend Bedürfnis hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas zubenannt wurde, was verdolmetscht heißt, Sohn des Trostes, ein Levit, ein Kyprier von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es nieder zu den Füßen der Apostel. Kapitel 4. Das dritte Kapitel teilt uns die Ansprache des Petrus mit, die er an die Volksmenge gerichtet hatte, welche wegen der Heilung des Gelähmten bei der Pforte des Tempels zusammengeströmt war. Hier treten nun die Priester, der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf, welche es verdroß, dass die Apostel das Volk lehrten und in Jesu die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Wie zur Zeit des Herrn fürchteten diese Führer, ihr Einfluss und ihre Autorität könnte untergraben werden, wenn die Belehrungen der Apostel aufgenommen würden. Und zudem, wenn Gott Jesum wirklich auferweckt hatte, so war das ein spürbarer Stachel in ihrem Gewissen. In den Evangelien sehen wir, dass der Herr es mehr mit dem Widerstand der Pharisäer zu tun hatte. Jetzt aber traten besonders die Sadduzäer in die Opposition, weil sich die Verkündigung der Apostel auf die Auferstehung Christi gründete. Denn diese Sekte leugnete sowohl die Auferstehung als auch die zukünftige Welt. Und Gott ließ diesem Widerstand freien Lauf, damit die Auferstehung als auch die des Herrn dadurch umso mehr ins Licht gedrückt werde. Und Gott ließ diesem Widerstand freien Lauf, damit die Auferstehung des Herrn dadurch umso mehr ins Licht gerückt werde. Aber auch die Priester, die Obersten und Schriftgelehrten mit gegensätzlichen Ideen gehörten zu dieser gegnerischen Gruppe. Denn wenn es sich um Feindschaft gegen den Herrn handelte, waren sich alle einig. Sogar Pilatus und Herodes waren ja dadurch Freunde geworden. Was den Widerstand dieser religiösen Führer erregte, war aber nicht nur der Umstand, dass die Auferstehung Jesu verkündigt wurde, sondern auch die Tatsache, dass die Apostel in Jesu die Auferstehung aus den Toten lehrten. Die Auferstehung aus den Toten ist ein wunderbares Geschehen. Die Gläubigen wurden durch die Macht des Herrn aufgrund seiner eigenen Auferstehung daran teilhaben. Als der vielgeliebte Sohn in seinem Leben und in seinem Sterben Gott verherrlicht hatte und ins Grab gelegt worden war, da ruhte das Wohlgefallen Gottes auf ihm. Gott führte ihn aus dem Tode heraus und setzte ihn zu seiner Rechten, dadurch bezeugend, dass der Tod besiegt ist. Der in der ganzen Vollkommenheit des Werkes seines Sohnes vor Gott gestellte Gläubige wird aufgrund derselben Gunst aus der Mitte der übrigen Toten herausgerufen. Das ist die Folge dieser großen Wahrheit, welche den Widerspruch der Führer des Volkes und der Sadduzäer so stark herausforderte. Sie ist eine der grundlegenden Wahrheiten des Christentums. Gott hatte schon durch das Zerreißen des Vorhanges im Tempel dem Werte des Werkes seines Sohnes Zeugnis gegeben. Er zeigte dadurch an, dass der Mensch aufgrund des soeben vollbrachten Werkes
in seine Gegenwart eintreten kann. Aber durch die Auferstehung hatte Gott dem Werke und der Person seines Sohnes öffentlich Zeugnis gegeben. Die Obersten setzten die Jünger bis auf den Morgen in Gewahrsam, denn es war schon spät. Sie hatten das Volk seit der 9. Stunde belehren können. Viele aber von denen, welche das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und es wurde die Zahl der Männer bei 5000. Der Geist Gottes stellt hier den unversöhnlichen Hass der Führer dem Werke Gottes gegenüber, welches vor den Augen der Feinde seines Sohnes geschah, trotz des Widerstandes Satans und der Menschen. Das Aber im 4. Vers macht uns auf diesen Umstand aufmerksam. Des folgenden Tages wuchs die Gruppe der Gegner zu einer großen Versammlung an. Nun waren die Obersten, die Ältesten und Schriftgelehrten, der Hohepriester und alle, die vom hohenpriesterlichen Geschlecht waren, beisammen. Alle, welche zu den religiösen Würdenträgern gehörten und eine imposante menschliche Macht darstellten, hatten sich gegen die Macht des Geistes Gottes verbunden, um einer, wie sie meinten, so ernsten Gefahr zu begegnen. Wenn die Wahrheit, also Gott selbst, aufgegeben wird, so stützt sich der Mensch auf das Sichtbare, um eine Autorität aufrechtzuhalten, die er nicht mehr besitzt. Die Jünger erscheinen vor diesem eindrucksvollen Synedrium. Man legt ihnen die Frage vor, in welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies getan? Die Feinde geben zu, dass zur Herbeiführung dieses Wunders eine Kraft wirksam war. Sie wussten wohl, dass Gott mächtige Taten tun konnte. Aber durch welche Kraft und in welchem Namen hatten diese armen Galiläer gewirkt? Das war eine aufwühlende Frage, denn wenn es wirklich durch den Namen Jesu geschah, was sollte dann aus denen werden, die ihn getötet hatten? Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, welche die in diesem Buche beschriebene Tätigkeit kennzeichnet. Petrus ist mit Heiligem Geiste erfüllt, um diesen Männern zu antworten. Dieser Ausdruck, erfüllt mit Heiligem Geiste, findet sich in diesem Buche 10-mal. Kapitel 2, Vers 4, Kapitel 4, Vers 8 und Kapitel 31, Kapitel 6, Vers 3 und Kapitel 5, Kapitel 9, Vers 17, Kapitel 11, Vers 24, Kapitel 13, Vers 9 und 52. Petrus wendet sich in Kraft und Klarheit an die Obersten und Ältesten des Volkes. Er erfährt das, was der Herr in Lukas Kapitel 21, Vers 15 vorausgesagt hat. Ich werde euch Mund und Weisheit geben, welcher alle eure Widersacher nicht werden widersprechen oder widerstehen können. Petrus sagt, Oberste des Volkes und Älteste von Israel, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört und gefragt werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volke Israel kund, dass in dem Namen Jesu Christi, des Nazaräers, welchen ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass durch ihn dieser gesund vor euch steht. Petrus stellt von Neuem den Wert des Namens Jesu Christi, des Nazaräers, vor sie hin, legt aber den Nachdruck auf die Tatsache, dass Gott den, welchen sie gekreuzigt haben, aus den Toten auferweckt hat. Es ist das erste Mal, dass er sich an die Obersten wendet und er macht sie daher jetzt auf die ungeheure Last ihrer Verantwortung aufmerksam. Er fügt bei, dieser ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, für nichts geachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name ist unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in welchem wir errettet werden müssen. Der Apostel nimmt dabei Bezug auf Psalm 118, Vers 22. Legt aber besonderen Nachdruck auf die Verachtung, mit welcher sie den Herrn behandelt hatten.
Er braucht den Ausdruck für nichts geachtet, während im Psalm das Wort verworfen steht. Petrus führt diese Stelle auch in seinem ersten Briefe an, um zu zeigen, dass dieser Stein zum Fundament des Hauses Gottes, an welchem die Gläubigen lebendige Steine sind, geworden ist. Aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Ärgernisses für die Ungehorsamen. Auch der Herr selbst nimmt nach Matthäus Kapitel 21, Verse 42 bis 45 auf diese Stelle Bezug, wenn er sagt: Wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Das war das Teil derer, die ihn so hartnäckig verworfen haben. Aber auf welchen irgendwer fallen wird, den wird er zermalmen. Das Gericht wird über sie hereinbrechen, wenn der Herr in Herrlichkeit erscheinen wird. Aber in diesem Steine ist das Heil der Nation wie auch das Heil jedes einzelnen Menschen. Weder in Israel noch unter den Nationen gibt es einen anderen Namen, von dem dies gesagt werden könnte. Das Volk war in einem schrecklichen Zustand der Auflehnung gegen Gott, obwohl es ihm zu dienen meinte. Die Nation ging daher dem Gericht entgegen. Kaiaphas wollte dies verhindern, indem er Christum sterben ließ. Petrus bestätigt ihnen nun, dass nur in diesem Eckstein, den sie verworfen haben, das Heil ist. Der 13. Vers ist das schönste Zeugnis, das die Obersten den Jüngern geben konnten. Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und inne wurden, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesu gewesen waren. Und da sie den Menschen, der geheilt worden war, bei ihnen stehen sahen, hatten sie nichts dawider zu sagen. Sie befanden sich in einer doppelten Offenbarung des Geistes gegenüber. Seiner Wirksamkeit in den Seelen, um sie zum Glauben zu führen, und den Zeichen der Kraft, welche die Verkündigung des Wortes begleiteten. Zwei Tatsachen verschlossen in diesem Augenblick ihren Mund. Die Kraft, in welcher Petrus und Johannes die Wahrheit vor sie hinstellten, und der im Namen Jesu durch die Wirksamkeit des Geistes geheilte Mensch. Die Haltung des Johannes musste, obwohl er selber das Wort nicht ergriff, erstaunlich gewesen sein. Er hatte nahe bei dem Herrn gelebt und strahlte daher etwas von ihm wider, als er sich mit Petrus und allem, was dieser sagte, eins machte. Für die religiösen Führer waren die Apostel ungelehrte und gewöhnliche Leute, die nicht die Bildung von Rabbinern besaßen. Sie waren also Gegenstände der Verachtung für diese hochmütigen und anmaßenden Führer, die schon bei seiner früheren Gelegenheit von dem gewöhnlichen Volk sagten: Diese Volksmenge aber, die das Gesetz nicht kennt, sie ist verflucht. Johannes Kapitel 7, Vers 49. Aber nun sahen sie vom Geiste erfüllte Männer vor sich, zu denen sich Gott bekannte, während er ferne war von ihnen. Die Kraft, in welcher die Jünger Zeugnis ablegten, beeindruckte die Gegner aufs Höchste. Sie zeigten dasselbe Erstaunen wie früher, als sie den Herrn hörten. Wie besitzt dieser Gelehrsamkeit, da er doch nicht gelernt hat? Johannes Kapitel 7, Vers 15. Oder er lehrte sie wie einer, der Gewalt hat, und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Matthäus Kapitel 7, Vers 29. Auch heute, wo dieser selbe Geist, der noch auf der Erde ist, in geringen Werkzeugen wirkt, kann dieselbe Tatsache, wenn auch im schwachen Maße, in Erscheinung treten. Ungebildete Leute vermögen das Wort Gottes auf eine erstaunliche Weise zu gebrauchen, so dass in den Seelen der Zuhörer göttliche, gesegnete Wirkungen hervorgebracht werden. Petrus und Johannes werden als solche erkannt, die mit Jesu gewesen waren. Johannes war wohl dem hohen Priester bekannt, aber mehr noch als das musste dem Synedrium die moralische Ähnlichkeit der Jünger mit dem Herrn aufgefallen sein.
Die Zuhörer waren ja immer durch die Kraft der Worte Jesu getroffen worden. Und nun begleitete diese Kraft auch die Worte derer, die mit ihm gewesen waren. Dass noch die Verkündiger des Wortes immer als solche erkannt würden, die mit Jesu gewesen waren und in inniger Vertrautheit mit ihm gelebt haben, bevor sie in der Öffentlichkeit erscheinen. Das Synedrium hatte nichts dawider zu sagen. Sie fühlten ihre Ohnmacht angesichts der Kraft Gottes, die sich hier offenbarte, die sie selbst aber nicht besaßen. Jetzt blieb diesen Menschen kein anderes Mittel mehr übrig, als sich durch Gewalt gegen Gott aufzulehnen. Die Obersten befahlen den Aposteln, aus dem Synedrium zu gehen. Dann besprachen sie sich untereinander und sagten: Was sollen wir diesen Menschen tun? Denn dass wirklich ein kundbares Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen offenbar, die zu Jerusalem wohnen, und wir können es nicht leugnen. Aber wenn sie diese Tatsache auch nicht zu leugnen vermochten, so wollten sie doch wenigstens dagegen einschreiten, dass noch weiter davon gesprochen werde. Armselige Entscheidung! Konnten sie dadurch der Kraft des Geistes Gottes entgegentreten und die Wirksamkeit dieser unsichtbar anwesenden dritten Person der Gottheit aufhalten? Machten sie damit das Werk der Gnade unmöglich, das nun in der Welt geschehen sollte, nachdem sie jetzt durch den gestorbenen und auferstandenen Herrn Jesus ein so vollkommener Sieg über den Tod und die Welt errungen worden war? Wie ist doch der Mensch in seinen Gedanken und in seinen Mitteln, mit welchen er Gott gegen Gott streiten will, so klein und erbärmlich? Das Synedrium beschloss, den Jüngern unter Drohungen zu verbieten, fernerhin zu irgendeinem Menschen in dem Namen Jesu zu reden. Wie zu den Tagen des Herrn waren sich die religiösen Führer bewusst, dass sie ihr Ansehen einbüßten, wenn das Volk weiter auf die Apostel hören würde. Denn diese Obersten hatten nur Macht über ein unwissendes Volk, das sich von ihnen irreleiten ließ. Als sie die Jünger gerufen hatten, geboten sie ihnen daher, sich durchaus nicht in dem Namen Jesu zu äußern noch zu lehren. Das waren vergebliche Verteidigungsmaßnahmen. Sie lassen nur erkennen, dass ihre Stellung unter dem Volke Gottes, unter welchem sie bisher einen Platz der Autorität eingenommen hatten, ins Wanken gekommen war. Petrus und Johannes antworteten ihnen: Ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilet ihr. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Gott war nicht mit diesen religiösen Führern, da sie die ihnen bestimmte Funktion nicht mehr erfüllten. Ihr Wort war nichtig und sie hatten alle ihre Vorrechte und alle Autorität verloren. Sie waren nichts als nur Menschen. Die ganze Autorität und Macht ist in Gottes Hand, und er übt sie aus durch Werkzeuge, die er sich erwählt und die an den gestorbenen, auferstandenen und verherrlichten Jesus glauben. Neben ihnen sind alle anderen nur Menschen, an welche sich seine Gnade richtet. Aber diese Menschen können leider Instrumente für Satan werden, die er gebraucht, um, wenn auch vergeblich, dem Werke des Herrn zu widerstehen. Die Obersten bedrohten die Jünger noch mehr und entließen sie dann, indem sie nichts fanden, auf welcher Weise sie sie strafen sollten, um des Volkes willen. Denn alle verherrlichten Gott über das, was geschehen war. Gott hat es zugelassen, dass die Apostel aus der Furcht der Führer sich dem Volk zu entfremden, Nutzen zogen. Die Obersten spürten, dass die Ehre, die Gott gibt, von ihnen gewichen war und wollten wenigstens ihre eigene Ehre retten. Das hinderte sie für den Augenblick daran, die Sache zu überstürzen. Gott hatte sich in seiner Weisheit einen von Geburt an gelähmten Menschen zum Zeugen ausersehen. Dessen Heilung war ein schlagender Beweis von der Macht Gottes. Dieser Mensch hatte seine Krankheit nicht vorgetäuscht.
Allen war sein Elend bekannt, das nun schon 40 Jahre gedauert hatte. Angesichts eines solchen Zeugnisses konnten die Feinde nichts tun. Aber sie verhärteten ihre Herzen und lassen auf ihre Drohungen Tätlichkeiten folgen und kurz darauf die Steinigung des Stephanus. Das war die Gesandtschaft, die sie hinter dem Herrn hersandten, um zu sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Lukas Kapitel 19, Vers 14. Unser vorliegendes Kapitel schildert uns den ersten Zusammenstoß der Apostel mit den religiösen Führern der Juden. Petrus richtete seine erste öffentliche Rede, Kapitel 2, an das Volk, das am Tage der Pfingsten an Jerusalem versammelt war. Seine zweite, Kapitel 3, an das Volk, das sich vor dem Tempel angesammelt hatte. Und hier hatte er vor dem Synedrium gesprochen. In der Apostelgeschichte finden wir 7 Reden des Petrus. Kapitel 1, Verse 15 bis 22, Kapitel 2, Verse 14 bis 36, Kapitel 3, Verse 12 bis 26, Kapitel 4, Verse 8 bis 22, Kapitel 5, Verse 29 bis 32, Kapitel 10, Verse 34 bis 43 und Kapitel 15, Verse 6 bis 12. Als Petrus und Johannes entlassen waren, kamen sie zu den Ihrigen und verkündeten alles, was die Hohenpriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Ihrigen waren abgesondert von der Masse des Volkes, versammelt durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in ihrer Mitte war und durch sie wirkte. Da konnten sie die Gemeinschaft mit Gott und auch die Gemeinschaft untereinander genießen. Die Welt, mit welcher Gott keine Gemeinschaft hatte, war draußen. Nach dem Anhören dieser Berichterstattung erhoben alle einmütig ihre Stimme, um mit besonderer Eindringlichkeit ihre Lage und die Lage des Werkes des Herrn vor Gott zu bringen. Angesichts des Widerstands der Menschen wandten sie sich an den über alles erhabenen Gott und Herrn, der den Himmel und die Erde gemacht hat. Sie nahmen dabei Bezug auf das, was er schon durch den Mund Davids, seines Knechtes, über dieses Komplott der Nationen mit dem Volke Israel zur Empörung gegen den Herrn vorausgesagt hatte. Diese Prophezeiung wurde am Kreuze teilweise erfüllt, wird aber unter der Herrschaft des Antichrists ihre volle Verwirklichung finden. Darum führten die versammelten Gläubigen nur den ersten und zweiten Vers des zweiten Psalms an. Dieses Komplott der Nationen, vertreten durch Pontius Pilatus und Herodes, hat mit dem Volke Israel tatsächlich stattgefunden. Aber dadurch sind nur die Ratschlüsse Gottes zustande gekommen. Dieser Tatsache gaben die Jünger hier Ausdruck, wie auch Petrus es in Kapitel 2, Verse 23 bis 24 getan hat. Und wenn diese Völker die Verwirklichung der Ratschlüsse Gottes nicht verhindern konnten, so werden sie auch das Werk Gottes in dieser Welt, die Ausführung seiner Gedanken der Gnade, nicht aufzuhalten vermögen. Die Jünger flehten in ihrem Gebet weder um Erleichterung ihrer Umstände noch um die Vernichtung ihrer Feinde. Sie wünschten, dass sich durch den Namen Jesu in Zeichen und Wundern die Macht Gottes entfalte, dass der Herr verherrlicht, das Evangelium mit aller Freimütigkeit verkündigt und das Werk des Herrn getan werde. Das war ihr Ziel. Sie hatten sich dem Dienste des Herrn völlig hingegeben und wünschten diesen Dienst um jeden Preis zu erfüllen. Sie zählten auf die Mitwirkung Gottes zu Zeichen oder Wunder, die ihre Verkündigung als Beweis der Anerkennung Gottes begleiten sollten. Durch solche Wunder hatte Gott ja auch zum Worte des Herrn mitgezeugt.
Brief an die Hebräer, Kapitel 2, Vers 4 und Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 22. Das Wort des Antichrists wird mit Zeichen und Wundern der Lüge begleitet sein, gegenüber denen, die der Wahrheit widerstanden haben. 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Verse 9 bis 10 und das Buch der Offenbarung, Kapitel 13, Verse 11 bis 15. Es ist auffallend, dass die Jünger in diesem Augenblick bei all ihrer tiefen Frömmigkeit noch nicht in die Verwirklichung ihrer himmlischen Stellung und ihrer Einheit mit dem himmlischen Haupte eingetreten waren. Sie vermochten es erst später zu tun, als das Geheimnis der Versammlung dem Apostel Paulus kundgetan worden war. Daher nennen sie den Herrn, dein heiliger Knecht Jesus. Wenn sie von David reden, Vers 25, sagen sie, dein Knecht David. Den Herrn aber nennen sie, deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Vers 27. Diese unterschiedliche Beschreibung lässt die ganze Vortrefflichkeit, die Gott in diesem vollkommenen Diener gefunden hat, hervortreten. Eine Vortrefflichkeit, die dadurch belohnt wurde, dass der, welcher bei den Menschen ein Gegenstand der Verachtung war, durch Gott aus den Toten auferweckt und verherrlicht worden ist. In der Offenbarung wird er der treue Zeuge genannt. Kapitel 1, Vers 5 und Kapitel 3, Vers 14. Er war treu in allem, was Gott ihm anvertraut hat. Er war der einzige Diener, der einzige Mensch, den Gott ohne Blutbesprengung mit dem Heiligen Geiste salbte. Der Heilige Geist ist auf ihn herabgestiegen, um von der Vortrefflichkeit seiner Menschheit Zeugnis zu geben. Welch große Schuld hat das Volk durch die Verwerfung des heiligen Knechtes Jesu auf sich geladen. Auf das Flehen der Jünger bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit heiligem Geiste erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Wunderbare Antwort. Schon im 2. Kapitel wird erzählt, wie sie den Heiligen Geist empfangen hatten. Hier aber stellt sie Gott unter dessen mächtige Wirksamkeit, die sie für ihren Dienst benötigten. Gott zeigte ihnen dadurch, dass der, welcher in ihnen und mit ihnen war, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Und sie zu befähigen vermag, alle Schwierigkeiten, die ihnen begegnen würden, zu überwinden. Auch heute ist diese Kraft immer noch dieselbe, wenn sie auch vor der Welt nicht durch Zeichen offenbart. Sie reicht uns alles dar, was wir zur Erfüllung des Werkes des Herrn bedürfen. Es genügt, im Gehorsam gegen das Wort Gottes voranzugehen, um diese Erfahrung zu machen. Wir finden in diesem Kapitel verschiedene Auswirkungen der Kraft des Heiligen Geistes. Im 8. Vers sehen wir sie in Petrus. Obwohl er ungebildet ist, richtet er sich doch mit Kraft an all die religiösen Führer des Volkes. Im 31. Vers wird die Kraft des Heiligen Geistes im Bewusstsein der Jünger so recht lebendig. Und in den Versen 34 bis 37 sehen wir durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes in den Gläubigen hervorgebrachten Früchte. Im 4. Vers finden wir noch die Resultate des Werkes des Heiligen Geistes, die sich trotz des Widerstandes der Führer des Volkes ergeben haben. Viele wurden gläubig, und es wurde die Zahl der Männer bei 5000. Diese ganze Tätigkeit des Geistes, der infolge der Verherrlichung Christi zu uns herabgekommen ist, wird in den Schellen von Gold und den Granatäpfeln, die an dem Saum des hohen priesterlichen Kleides befestigt waren, vorgebildet. Vergleiche dazu das 2. Buch Mose, Kapitel 28, Verse 33 bis 34. Da war ringsum eine Schelle von Gold und ein Granatapfel, eine Schelle von Gold und ein Granatapfel. Gott zeigte dadurch an,
dass das durch die Gläubigen abgelegte Zeugnis Schellen, die in diesen Zeugen hervorgebrachte Frucht Granatäpfel nicht überschreiten sollte. Das eine wie das andere wird durch die Wirksamkeit des Geistes hervorgebracht. Am Anfang der Kirchengeschichte fand man bei den Gläubigen diese beiden Dinge in völliger Harmonie beisammen, wie es die ersten Kapitel der Apostelgeschichte uns beweisen. Die Menge derer aber, die gläubig geworden, war ein Herz und eine Seele, und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen wäre, sondern es war ihnen alles gemein. Die Selbstsucht des natürlichen Herzens war durch die Kraft des Lebens unter der Wirksamkeit des Heiligen Geistes ausgeschlossen, und die Liebe konnte sich ohne Hindernis entfalten. Und weil sie ein Herz und eine Seele waren, war ihnen alles gemein. Sie verwirklichten die ungestörte Einheit des Geistes, ein Herz, der Sitz der Zuneigungen, eine Seele, der Sitz der Gedanken, kennzeichnete die Gesamtheit der Gläubigen unter der freien Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Das ganze Christentum gründet sich auf die Auferstehung des Herrn. Sie war das mächtige Zeugnis, das dem Volke und seinen Führern die große Schuld der Verwerfung Christi vor Augen führte. Sie hatten ihn getötet. Gott aber hatte ihn auferweckt und dadurch seinem Wohlgefallen an seinem vielgeliebten Sohne und seiner Befriedigung über das durch ihn vollbrachte Werk Ausdruck gegeben. Das göttliche und himmlische Leben offenbarte sich in einer solchen Wirklichkeit, dass die Güter dieser Erde, welche die Segnungen des irdischen Volkes ausmachten, nur noch für den Dienst der Liebe Wert besaßen. Sie dienten nun dazu, sich geistliche Segnungen zu erwerben, welche das Christentum kennzeichnen. Daher war unter den Gläubigen auch niemand dürftig. Wenn auch vielleicht in einer anderen Form, so können sich diese Früchte auch heute noch in der Mitte der Gläubigen zeigen, als Zeugnis dafür, dass sie dieselbe Natur haben. Siehe dazu auch den 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Verse 17 bis 19. Denn da, wo das göttliche Leben sich offenbaren kann, zeigt es die gleichen Eigenschaften wie im Anfang. Damals wurde der Erlös des Verkauften zu den Füßen der Apostel niedergelegt, damit sie das Geld nach der ihnen gegebenen Weisheit verteilten. Wir haben diese Autorität nicht mehr. Aber das Wort belehrt uns, wie wir als Einzelne oder als Versammlung auch heute die Freigebigkeit ausüben können. Es gefiel dem Heiligen Geiste, in der Schrift festzuhalten, dass auch Barnabas seinem Namen entsprechend handelte. Er verkaufte einen Acker und übergab das Geld den Aposteln. Wie glücklich sind wir, dass ähnliche Früchte des göttlichen Lebens sich auch heute noch offenbaren können. Möge Gott schenken, dass solche Auswirkungen seiner Natur nicht durch Weltförmigkeit gehindert werden. Die Apostelgeschichte mit einer anschließenden Betrachtung. Verfasser unbekannt. Kapitel 5. Ein gewisser Mann aber, mit Namen Ananias, mit Sapphira, seinem Weibe, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch das Weib wusste. Und er brachte einen gewissen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es so blieb, und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Gewalt? Was ist es, dass du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen hast?
Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Die Jünglinge aber standen auf, rafften ihn zusammen und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es geschah aber nach Verlauf von etwa 3 Stunden, dass sein Weib hereinkam, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus aber antwortete ihr: Sage mir, ob ihr für so viel das Feld hingegeben habt? Sie aber sprach: Ja, für so viel. Petrus aber sprach zu ihr: Was ist es, dass ihr übereingekommen seid, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, welche deinen Mann begraben haben, sind an der Tür, und sie werden dich hinaustragen. Sie fiel aber alsbald zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die Jünglinge hereinkamen, fanden sie sie tot, und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Manne. Und es kam große Furcht über die ganze Versammlung und über alle, welche dies hörten. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volke, und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomons. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, sondern das Volk erhob sie. Aber umso mehr Gläubige wurden dem Herrn hinzugetan, Scharen von Männern sowohl als Weibern, so dass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, auf das, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Es kam aber auch die Menge der umliegenden Städte nach Jerusalem zusammen, und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, welche alle geheilt wurden. Der Hohepriester aber stand auf und alle, die mit ihm waren, das ist die Sekte der Sadduzäer, und wurden von Eifersucht erfüllt. Und sie legten die Hände an die Apostel und setzten sie in öffentlichen Gewahrsam. Ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach: Gehet und stellet euch hin und redet in dem Tempel zu dem Volke alle Worte dieses Lebens. Als sie es aber gehört hatten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Der Hohepriester aber kam und die mit ihm waren, und sie beriefen das Synedrium und die ganze Ältestenschaft der Söhne Israels zusammen und sandten nach dem Gefängnis, dass sie herbeigeführt würden. Als aber die Diener hinkamen, fanden sie sie nicht in dem Gefängnis. Und sie kehrten zurück, berichteten und sagten: Wir fanden das Gefängnis mit aller Sorgfalt verschlossen und die Wachen an den Türen stehen. Als wir aber aufgemacht hatten, fanden wir niemand darin. Als aber sowohl der Priester und der Hauptmann des Tempels als auch die Hohenpriester diese Worte hörten, waren sie über sie in Verlegenheit, was dies doch werden möchte. Es kam aber einer und berichtete ihnen: Siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis gesetzt habt, sind im Tempel, stehen und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und führte sie herbei, nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten das Volk, sie möchten gesteinigt werden. Sie führten sie aber herbei und stellen sie vor das Synedrium. Und der Hohenpriester befragte sie und sprach: Wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren. Und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Der Gott, unser Väter, hat Jesum auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn an ein Holz hänget. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind seine Zeugen von diesen Dingen, aber auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Sie aber wurden, als sie es hörten, durchbohrt und ratschlagten, sie umzubringen. Es stand aber einer in dem Synedrium auf, ein Pharisäer mit Namen Gamaliel, ein Gesetzgelehrter, angesehen bei dem ganzen Volke, und befahl, die Leute eine kurze Zeit hinauszutun.
Und er sprach zu ihnen: Männer von Israel, sehet euch vor, betreffs dieser Menschen, was ihr tun wollt. Denn vor diesen Tagen stand Theudas auf und sagte, dass er selbst etwas sei, welchem eine Anzahl von etwa 400 Männern anhing. Der ist getötet worden, und alle, so viel ihm Gehör gaben, sind zerstreut und zunichte geworden. Nach diesem stand Judas der Galiläer auf, in den Tagen der Einschreibung, und machte Volk abfällig sich nach. Auch der kam um, und alle, so viele ihm Gehör gaben, wurden zerstreut. Und jetzt sage ich euch, stehet ab von diesen Menschen und lasset sie, denn wenn dieser Rat oder dieses Werk aus Menschen ist, so wird es zugrunde gehen. Wenn es aber aus Gott ist, so werdet ihr sie nicht zugrunde richten können. Damit ihr nicht gar als solche erfunden werdet, die wider Gott streiten. Und sie gaben ihm Gehör. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht in dem Namen Jesu zu reden, und entließen sie. Sie nun gingen aus dem Synedrium hinweg, voll Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und jeden Tag in dem Tempel und in den Häusern hörten sie nicht auf zu lehren und Jesum als den Christus zu verkündigen. Im Fall des Ananias und der Sapphira haben wir einen Beweis für die Tatsache, dass selbst die uneingeschränkt wirksame Kraft des Heiligen Geistes das Fleisch nicht ändert. Wenn es nicht im Tode gehalten wird, so zeigt es sich immer wieder in seiner Abscheulichkeit. Was vom Fleische geboren ist, ist Fleisch. Johannes Kapitel 3, Vers 6. Gott war durch den Heiligen Geist in der Versammlung anwesend. Seine ganze Macht offenbarte sich, um die Widersacher, die draußen waren, zu überzeugen. Alle Anstrengungen des Feindes, der als Brüllen der Löwe aufgetreten war, waren nutzlos gewesen. Nun änderte der Feind seine Taktik und kam als listige Schlange, um das Böse in den Schoß der Versammlung hereinzutragen. Aber auch da begegnete er dieser Kraft. Sie hielt die Heiligkeit Gottes aufrecht, der durch den Geist anwesend war. Es ist auffallend, dass das Böse bei seinem ersten Auftreten in der Versammlung in Form von Heuchelei erschien. Man will sich den Anschein geben, auf der Höhe derer zu sein, die sich dem Herrn hingeben. Das Fleisch will die Natur Gottes nachahmen, und es wirkt nie so abstoßend, wie wenn es sich einen religiösen Mantel umhängt. Petrus urteilt, Satan habe das Herz Ananias erfüllt. Satan erfüllte ihn mit der Liebe zum Geld, und diese führte ihn zur Heuchelei. Ananias hatte kein einfältiges Auge und war daher voll Finsternis. Wenn wir ungerichtetes Böses in uns dulden, verlieren wir die geistliche Klarheit, die wir brauchen, um Gott entsprechend zu handeln. Ananias verlor das Bewusstsein der Gegenwart Gottes in der Person des Heiligen Geistes. Er sah in der Versammlung nur Menschen, welche er belügen konnte. Tatsächlich belog er aber den Heiligen Geist. Was ist es, dass du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen hast? Fragt Petrus. Nicht Menschen hast du gelogen, sondern Gott. Aus den weiteren Ausführungen des Petrus ersehen wir, dass der Gläubige nicht nur Geboten gehorcht. Ananias war frei, sein Besitztum zu behalten, und wenn er es verkaufte, durfte er darüber frei verfügen. Die Liebe im Lichte Gottes leitet den Gläubigen. Er ist unter einem Gesetz, aber unter dem Gesetz der Freiheit und der Liebe. Wie Nadab und Abihu fiel Ananias tot hin bei der Darbringung seines Opfers. Als Sapphira erschien, stellte Petrus auf sie zur Rede, worauf auf sie die vereinbarte Lüge aussprach. Sie fiel daher unter dasselbe Gericht. Dieser erste Zuchtfall zeigt, mit welchem Ernst Gott dem Bösen in der Versammlung begegnet. Je freier sich die Macht Gottes ausüben kann, desto strenger wird das Böse gerichtet.
Wenn seine Zucht heute nicht ebenso offensichtlich zutage tritt, so ist es um des Zustandes der Schwachheit willen, der die Versammlung kennzeichnet. Man darf daraus nicht schließen, Gott habe sich dem vorhandenen Bösen angepasst. Gott hat sich in seiner Heiligkeit nicht geändert und auch die Verantwortung derer, die in Beziehung zu ihm gebracht sind, hat nicht abgenommen. Seid heilig, denn ich bin heilig. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 16. Wir haben es mit seinen Regierungswegen und mit seiner Züchtigung zu tun, sowohl als Einzelne als auch als Versammlung. Vergleiche dazu Hebräer Kapitel 12 und den 1. Korintherbrief Kapitel 11, Verse 20 bis 34. Man mag, wie die Korinther, aus Mangel an geistlicher Gesinnung nicht wissen, weshalb der oder jener krank wurde oder entschlafen ist, und nicht merken, dass es sich dabei um eine Züchtigung der Versammlung handelte. Die Gegenwart des Herrn ist da, und die Sünder in der Gemeinde der Gerechten werden auch heute nicht bestehen. Aber Gott übt oft große Langmut, bevor er dazwischen tritt. Man darf über die Prüfungen, die er uns schickt, nicht leichten Sinnes hinweggehen. Wir sollen auf alles achten, was sich in unserer Mitte ereignet. Mit der Versammlung ist es wie mit dem Einzelnen. Je besser ihr Wandel ist, desto schneller wird sich die Züchtigung des Herrn darin ausüben. In seiner Gnade lässt er nichts hindurchschlüpfen, das dem guten Zustand der Versammlung oder des treuen Gläubigen schaden könnte. Wir sehen in dem Fall des Ananias und der Sapphira das Beispiel einer Sünde, die zum Tode führt. Siehe dazu auch den 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 16. Es handelt sich dabei um irgendeine Sünde, begangen unter besonders schwerwiegenden Umständen, welche deren Ernst noch bedeutend erhöhen. Als erstes Ergebnis dieser Züchtigung kam große Furcht über die ganze Versammlung und über alle, welche dies hörten. Die Züchtigung hatte eine vorbeugende Wirkung. Die Furcht Gottes bewahrt uns vor dem Bösen. Gott hat, so scheint es uns, an den Anfang eines jeden seiner Wege eine Warnungstafel hingestellt, um uns darauf aufmerksam zu machen, wie ernst die Folgen des Ungehorsams sind. Nach der Schöpfung der Sündenfall, wodurch der Tod eingeführt wurde. Nach der Sündflut in einer gereinigten Welt, der Fehltritt Noahs und seines Sohnes Ham und als Folge der Fluch. Am Anfang des Priestertums die Sünde Nadabs und Abihus. Am Anfang des Königstums der Ungehorsam Sauls. Und schließlich, wie wir gesehen haben, zeigte Gott am Anfang des Bestehens seiner Versammlung, dass er geheiligt werden will in denen, die sich ihm nahen. Diese Züchtigung hatte zur Folge, dass der Heilige Verse 12 bis 16 Geist durch die Apostel seine Kraft auf eine außerordentliche Weise entfalten konnte. Viele Zeichen und Wunder geschahen unter dem Volke. Man legte die Kranken in den Betten auf die Straßen, damit der Schatten des Petrus auf sie fiele. Aus den umliegenden Städten brachten sie die Kranken und Besessenen und alle wurden geheilt. Was der Herr gesagt hatte, erfüllte sich nun. Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Johannes Kapitel 14, Vers 12. Die Apostel waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomons. Auch Jesus hatte dort gewandelt, und dorthin war auch nach dem ersten großen Wunder das Volk zusammengeströmt. Dieser Platz, wo der Herr wirkte, war offenbar dazu ausersehen, dass sich dort die Kraft des Heiligen Geistes entfalte, zum Zeugnis für alle. Von den übrigen wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, in welchem nicht wirklich ein Werk Gottes geschehen war. Die Furcht hielt sie zurück.
Doch das Volk erhob die Apostel und umso mehr Gläubige wurden dem Herrn, dem Haupte der Versammlung, hinzugetan. Scharen von Männern sowohl als Weibern. Die Wahrheit von dem Leibe des Christus, der mit dem Haupte vereinigt ist, damals noch nicht geoffenbart, aber sie bestand und wurde verwirklicht. Man wurde dem Herrn hinzugetan. Im 11. Kapitel lesen wir, dass die, welche geglaubt hatten, sich zum Herrn bekehrten. Barnabas ermahnte sie, bei dem Herrn zu verharren, und auch dort wurde eine zahlreiche Menge dem Herrn hinzugetan. Das war die praktische Seite von der Lehre der Versammlung, die damals schon bestand. Der Herr selbst nahm Bezug auf diese Tatsache, als er Saulus zurief: Warum verfolgst du mich? Eine solche Kundgebung der Kraft des Geistes erfüllte den Hohenpriester und die Sekte der Sadduzäer mit Eifersucht. Sehen zu müssen, wie die Apostel bei dem Volke Gunst fanden und wie Gott mit ihnen war, kränkte diese Menschen in ihrem Standesdünkel. Sie gebrauchten ihre Macht und warfen die Apostel in das öffentliche Gefängnis. Aber ihre Macht und ihr Hass prallten gegen die Macht des Herrn. Sie gaben ihm dadurch nur eine neue Gelegenheit, sich zu offenbaren, doch diesmal nicht durch die Apostel. Ein Engel kam des Nachts, öffnete die Türen des Gefängnisses und sagte: Gehet und stellet euch hin und redet in dem Tempel zu dem Volke alle Worte dieses Lebens. Die Botschaft, welche die Apostel verkündigten, waren Worte dieses Lebens. Das Leben war da als Resultat des Todes und der Auferstehung des Herrn. Furchtlos gehorchten die Apostel. Sie gingen frühmorgens in den Tempel und lehrten. Unterdessen versammelten sich das Synhedrium und die ganze Ältestenschaft der Söhne Israels. Sie sandten nach dem Gefängnis, um die vermeintlich Gefangenen herbeizuführen. Die Diener fanden das Gefängnis mit aller Sorgfalt verschlossen und die Wachen an den Türen stehen, aber es war niemand mehr darin. Beim Hören dieser Dinge gerieten der Hauptmann des Tempels und der Hohenpriester in Verlegenheit, was dies doch werden möchte. Ja, was konnte daraus entstehen, wenn diese Männer nun wirklich die Freiheit wiedererlangt hatten? Welch ungleicher Kampf zwischen der Bosheit dieser Männer und Gott! Da kam einer mit der Nachricht: Die Männer sind im Tempel und lehren das Volk. Sofort gingen der Hauptmann des Tempels und die Diener hin, um die Apostel mit aller Vorsicht herbeizuführen, denn sie fürchteten, vom Volke gesteinigt zu werden, wenn sie Gewalt anwendeten. Beim Menschen ohne Gott dreht sich alles um das eigene Ich. Als die religiösen Führer ihr Prestige beim Volk schwinden sahen, setzten sie die Jünger in Gewahrsam. Und als Gott seine Diener befreiten, suchten die Führer ihr eigenes Leben zu schützen. Für die Diener Gottes aber ist alles einfach. Gehorsam gegenüber Gott ist das Einzige, was für sie in Frage kommt. Die Folgen, die daraus entstehen, können sie ihm getrost überlassen. Vor dem Synhedrium warf ihnen der Hohepriester nun vor, sie hätten trotz des strengen Gebots in diesem Namen nicht zu lehren fortgefahren, Jerusalem mit ihrer Lehre zu erfüllen. Sein Vorwurf bezog sich nicht auf die Wunder, welche die Apostel getan hatten, sondern auf die Verbreitung der Lehre, die auf den Tod und die Auferstehung Jesu gegründet war. Diese Lehre beunruhigte ihr Gewissen. Doch schienen sie vergessen zu haben, dass sie einmal ausgerufen hatten, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Denn nun klagten sie die Apostel an und sagten, ihr wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Jesus war für sie immer nur ein Mensch. Für Gott und die Apostel aber war er der erhöhte Führer und Heiland. Wenn diese Juden Jesum nur als Menschen behandelten, so waren sie für die Apostel auch nichts anderes als Menschen ohne jegliche Autorität.
Im Kapitel 4, Vers 19 hatten ihnen Petrus und Johannes geantwortet, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilet ihr. Nachdem jene nun aber einen Gott entgegengesetzten Willen geoffenbart hatten und sich anschickten, seine Stimme zum Schweigen zu bringen, antworteten sie ganz einfach mit der Autorität des göttlichen Grundsatzes. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Dabei redeten sie aber immer noch als solche, die sich zu der Nation zählten, gegen welche Gott aufgrund der Fürsprache Christi am Kreuze Langmut übte. Sie sagten, der Gott unserer Väter hat Jesum auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn an ein Holz hänget. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind seine Zeugen von diesen Dingen, aber auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Diese Erklärung voller Energie bestätigte den Obersten ihre schreckliche Schuld, die auf ihrem Gewissen lastete. Ach, sie suchten es dadurch zu beschwichtigen, dass sie die Apostel zum Schweigen brachten. Aber Israel wurde immer noch zur Buße eingeladen und immer noch wurde ihm Vergebung der Sünden angeboten. Im 32. Vers erwähnen die Apostel das doppelte Zeugnis über den verherrlichten Christus, von dem der Herr in Johannes Kapitel 15, Verse 26 bis 27 gesprochen hatte. Das Zeugnis der Apostel und das Zeugnis des Heiligen Geistes. Das fünfte Kapitel zeigt uns ein dreifaches Einschreiten, Verse 33 bis 40, durch Gott. In den Versen 1 bis 11 ist von dem Heiligen Geist die Rede, der in der Versammlung das Böse offenbar macht, damit sie davon gereinigt werde. Zweitens, die göttliche Vorsehung bedient sich eines Engels, um die Jünger in Freiheit zu setzen. Gott gebietet ihnen, durch diesen in den Tempel zu gehen und dort mit der Verkündigung des Wortes fortzufahren. Verse 17 bis 32. Drittens, Gott bedient sich der Weisheit eines Menschen, um die Apostel von dem Synedrium zu befreien. Verse 33 bis 42. Gott stehen alle Mittel zur Verfügung, um seine Gnadenabsichten zugunsten der Seinigen zu verwirklichen und um seinem Zeugnis zum Siege zu verhelfen. Das Zeugnis der Apostel entfachte in den Herzen der Männer des Synedriums maßlose Wut. Sie ratschlagten, sie umzubringen. Aber Gamaliel erhob sich und befahl, die Leute eine kurze Zeit hinauszutun. Dann führte er Beispiele an von zwei Männern, deren Tätigkeit durch ihre Vernichtung zu Ende ging. Theudas, der etwas zu sein meinte und dem etwa 400 Männer anhingen, wurde getötet, und alle, die ihm Gehör gaben, sind zerstreut und zunichte geworden. Er war das Bild eines Menschen ohne Gott, der sich erhebt und andere Menschen hinter sich herzieht, dann aber unter dem Gericht Gottes endet. Die heutige Generation erwartet den Übermenschen. Er wird dir in der Person des Antichristen als Zuchtrute Gottes gegeben werden. Bei der Ankunft des Herrn wird aber sowohl er als auch die, welche ihm Gehör geben, vernichtet werden. Judas, der Galiläer, hatte auch nicht mehr Erfolg. Das Ende des einen wie des anderen zeugt von ihrer eigenen Nichtigkeit und der Wertlosigkeit ihres Werkes. Es war nur das Werk eines Menschen. Gamaliel schloss aus diesen Erfahrungen: Wenn das Werk der Apostel aus Gott ist, wird es bestehen bleiben, und die, welche sich ihm widersetzen, wären dann solche, die wider Gott streiten und würden schließlich vernichtet werden. Die von diesem Gesetzeslehrer angeführten zwei Beispiele waren für alle beweiskräftig.
und wir begreifen, dass er in menschlicher Weisheit einen solchen Schluss daraus zog. Aber Gott benutzte dies, um das Herz Gamaliels und der übrigen Männer des Synedriums zu lenken. Er neigt das Herz der Könige, wohin immer er will. Sprüche 21, Vers 1. Das Synedrium stimmte dem Rat Gamaliels zu, jedoch nicht ohne noch einmal ihren Hass gegen den Namen Jesu zum Ausdruck zu bringen. Sie schlugen die Apostel und geboten ihnen, nicht in dem Namen Jesu zu reden. Sie nun gingen aus dem Synedrium hinweg, sich freuend, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und jeden Tag in den Tempel und in den Häusern hörten sie nicht auf zu lehren und Jesum als den Christus zu verkündigen. Die Apostel machten sich nichts aus dem Verbot seitens derer, die für sie nur Menschen waren, auch nichts aus den Schlägen, die sie erhielten. Sie hatten es ja mit Gott zu tun. Welche Energie und Kühnheit erfüllte sie? Das waren Wirkungen des Heiligen Geistes. Sie waren mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Herrschaft und Macht waren ja nun in den Händen Jesu, den Gott zum Herrn und Christus gemacht hat, und offenbaren sich in denen, die ihm gehorchen, zu seiner Verherrlichung. Die Apostel freuten sich, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Dieser Name ist einzigartig. Der gleiche Ausdruck findet sich im 3. Johannes. Für den Namen sind sie ausgegangen. Die Apostelgeschichte mit einer anschließenden Betrachtung. Verfasser unbekannt. Kapitel 6. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich vermehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die Zwölfe aber beriefen die Menge der Jünger und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes verlassen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern aus euch von gutem Zeugnis, voll Heiligen Geistes und Weisheit, die wir über dieses Geschäft bestellen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, ein Proselyten aus Antiochien, welche sie vor die Apostel stellten. Und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem vermehrte sich sehr, und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volke. Es standen aber etliche auf, von der sogenannten Synagoge, der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner und derer von Silizien und Asien und stritten mit Stephanus. Und sie vermochten nicht der Weisheit und dem Geiste zu widerstehen, womit er redete. Da schoben sie heimlich Männer vor, welche sagten: Wir haben in Lästerworte reden hören wie der Moses und Gott. Und sie erregten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten, und sie fielen über ihn her und rissen ihn mit sich fort und führten ihn vor das Synedrium. Und sie stellten falsche Zeugen auf, welche sagten: Dieser Mensch hört nicht auf, Worte zu reden wider die heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören: Dieser Jesus, der Nazaräer, wird diese Städte zerstören und die Gebräuche verändern, die uns Moses überliefert hat. Und alle, die in dem Synedrium saßen, schauten unverwandt auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. In diesen Tagen aber,
Als die Jünger sich vermählten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Unter diesen Jüngern verstand man die Gläubigen, die in der Lehre der Apostel verharrten. Die Hellenisten in ihrer Mitte waren Juden, die sonst unter den Griechen wohnten und deren Sprache redeten. Im 5. Kapitel sahen wir, wie die Kraft des Heiligen Geistes und die Hilfsquellen der Vorsehung Gottes sich dem Bösen in der Versammlung entgegenstellten und sich den Feinden des Herrn Jesus widersetzten. Hier bedient sich der Geist Gottes anderer Mittel. Als die Zahl der Jünger wuchs, wurde die Liebe schwächer und damit auch das Vertrauen. Aber die Milde, die Langmut, die Sanftmut der Apostel und der Menge der Jünger stellten zum Wohl der Versammlung den Frieden wieder her, und die Gefahr der Zwietracht unter den Gläubigen wurde gebannt. Zudem wurde dieser auftauchenden Schwierigkeiten wegen der Dienst des Wortes vom Geschäft der Bedienung der Tische getrennt. Bis dahin waren beide Dienste durch die Apostel ausgeübt worden. Siehe dazu Kapitel 4, Vers 35. Aber bei der großen Menge der Jünger konnten sie dieser Aufgabe nicht mehr genügen. Die Zwölfe riefen daher alle Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes verlassen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern aus euch von gutem Zeugnis, voll Heiligen Geistes und Weisheit, die wir über dieses Geschäft bestellen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. So wurde das Böse, das in Form von Unzufriedenheit die Versammlung bedrohte, durch die Weisheit der Apostel und durch den Geist der Sanftmut und des Friedens der handelnden Brüder abgewendet. Beachte Vers 4. Die Apostel setzten das Gebet vor den Dienst des Wortes. In der Gegenwart des Feindes müssen wir vor Ausübung jeglicher Tätigkeit zu der Quelle der Kraft und der göttlichen Weisheit Zuflucht nehmen. Besonders im Evangelium Lukas wird uns der Herr auch in dieser Hinsicht als das große Vorbild gezeigt. Die Rede gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten 7 Männer, unter denen sich auch Stephanus befand. Ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Diese 7 wurden vor die Apostel gestellt, welche, als sie gebetet hatten, ihnen die Hände auflegten. Die durch den Heiligen Geist geleitete Versammlung hatte die Auswahl unter den Hellenisten getroffen, wie man aus den Namen der Männer ableiten kann. Die Jünger aus Judäa, zu ihrem Lobe sei es gesagt, hatten also zur Beruhigung der Unzufriedenen beigetragen. Es war Einmütigkeit im Handeln der Zwölfe und der Menge. Ein schönes Beispiel, das die Versammlung bei jeder Entscheidung nachahmen sollte. Durch das Auflegen der Hände machten sich die Apostel mit den 7 eins in diesem wichtigen Dienst, der in voller Übereinstimmung mit allen ausgeübt werden sollte. Der Dienst an den Bedürftigen unter den Geschwistern setzt besondere Eigenschaften voraus, die heutzutage nicht oft gefunden werden. Die dafür ausgewählten Männer mussten ein gutes Zeugnis haben und sollten voll Heiligen Geistes und Weisheit sein. Denn diese Aufgabe ist schwierig und erfordert Einsicht. Sie setzt wahre Frömmigkeit und Gottesfurcht voraus. Eine Güte, die nichts zu tun hat mit Schwachheit oder Parteilichkeit. Der Apostel Paulus war darin ein Vorbild, als er von den Versammlungen der Nationen beauftragt wurde, ihre Gaben für die Bedürftigen unter den Juden nach Jerusalem hinaufzubringen. Bei der Erwähnung seines Begleiters, dessen Lob im Evangelium durch alle Versammlungen verbreitet ist, schrieb er über diese Angelegenheit: Aber nicht allein das, sondern er ist auch von den Versammlungen gewählt worden zu unserem Reisegefährten mit dieser Gnade, die von uns bedient wird. Denn wir sind vorsorglich für das, was ehrbar ist, nicht allein vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Verse 18 bis 22.
Es ist für uns heute von der größten Wichtigkeit, an diese Grundsätze erinnert zu werden. Denn die Opfer der Heiligen zugunsten der Leviten, des Fremdlings, der Waise und der Witwe werden Gott dargebracht, siehe 5. Buch Mose, Kapitel 26 und auch Hebräer, Kapitel 13. Deshalb liegt auf der Verwaltung dieser Gaben ein so großer Ernst. Stephanus und Philippus hatten sich zuerst in diesem Dienst als treu erwiesen und dabei eine schöne Stufe erworben und viel Freimütigkeit im Glauben. Dann aber wurde ihnen noch ein wichtigerer Dienst anvertraut, wie wir es am Ende dieses Kapitels und im Folgenden bei Stephanus sehen. Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr, und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Das Wort Gottes wuchs, ein bemerkenswerter Ausdruck. Das Wort wird hier mit den Früchten, die es bringt, identifiziert. Die Menschen, in welchen es wirkte, waren eins mit dem Worte. Sie machten sich aber dadurch eins mit ihm, dass sie es anderen brachten. Bei Stephanus dauerte es nicht lange, bis er die Grenzen des Dienstes eines Diakons überschritt. Voll Gnade und Kraft tat er Wunder und große Zeichen unter dem Volke. Ein solch kraftvolles Zeugnis in der freien Wirksamkeit des Geistes erregte die Wut des Feindes, und er suchte diese Stimme zum Schweigen zu bringen. Er bediente sich dabei einiger Menschen, die verschiedenen Synagogen angehörten. Da sie aber der Weisheit und dem Geiste, durch welchen er redete, nicht zu widerstehen vermochten, schoben sie in Falschheit Männer vor, welche sagten: Wir haben ihn Lästerworte reden hören wie der Mose und Gott. Dann erregten sie das Volk, und die Ältesten und die Schriftgelehrten rissen ihn mit sich fort und führten ihn vor das Synedrium. Dort stellten sie falsche Zeugen auf, welche sagten: Dieser Mensch hört nicht auf, Worte zu reden, wider die heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus, der Nazaräer, wird diese Stätte zerstören und die Gebräuche verändern, die uns Moses überliefert hat. In der Tat, diese Stätte wurde einige Jahre später zerstört. Aber das Wort, das diese Menschen zum Schweigen bringen wollten, fuhr fort, das Werk der Gnade zu vollbringen, das in jenen Tagen in großer Kraft begonnen worden war, angesichts eines satanischen Widerstandes. Und alle, die in dem Synedrium saßen, schauten unverwandt auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Stephanus war im Begriff, dem König die Botschaft zu überbringen, dass sein Volk sich endgültig weigere, ihn aufzunehmen. Siehe auch Lukas, Kapitel 19, Vers 14. Und befand sich schon in den Strahlen der himmlischen Herrlichkeit. Aber nichts vermochte diese Männer zu rühren und ihren Hass zum Erlöschen zu bringen. Je mehr sie sich in die Gegenwart der Wahrheit gestellt sahen, desto mehr verhärteten sie sich, und zwar dermaßen, dass sie sich nicht scheuten, ihn als ersten christlichen Märtyrer zu töten. Unbekümmert um die Tatsache, dass ihnen die Römer das Recht zu solchem Tun weggenommen hatten. Vor diesem Verbrechen sollten sie aber noch die im 7. Kapitel aufgezeichnete und gegen sie gerichtete göttliche Anklage zu hören bekommen, die endgültigen Charakter hatte.